Alles online. Heute folgt der zweite Teil. Ich habe mir die Fragen nicht mehr zusammengeschrieben. Ich habe mit dem Kuletren rumgeschmiert und mal gucken. Ich habe heute meine Brille dabei. Das ist die von, wie heißt der Karl von ganz oben? Von oben. Ja, ich habe gedacht, ich nehme die auffälligste Brille, die ich habe. Da hat auch jeder was von. Ich habe riesen Augen drin, gell? Da sieht man die Falten auch viel mehr. Also, die Brille finde ich jetzt doch nicht so toll, aber ich habe jetzt keine andere. Da muss ich jetzt echt wieder lachen. Egal. Obwohl es ist eigentlich nicht egal. Was war bisher dein größtes Ziel im Leben und welches ist dein aktuelles noch kommendes? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im Moment überhaupt keine Ziele. Ich bin absolut ziellos. Findest du es besser, etwas Gutes gehabt zu haben und es zu verlieren oder es niemals gehabt zu haben? Wenn man Dinge nicht hat, kann man sie nicht vermissen. Das ist, denke ich mal so. Aber manche schönen Dinge im Leben, ja, das wäre jetzt genauso, wenn ich sage, ich habe meine Mutter verloren, deswegen wäre es besser, wenn ich ohne Mutter groß geworden wäre. Nee, es ist nicht. Also, ich glaube, es ist dann bei manchen Dingen besser, man hat sie und verliert sie vielleicht, als dass man sie nicht gehabt hätte. Es gibt aber auch Dinge, das ist besser, wenn man sie gar nicht gehabt hat. Es ist unverschieden. Woran hast du lange nicht mehr gedacht? Dich erinnert. Also, das ist manchmal ganz witzig. Und wenn ich mich mit meinem Sohn unterhalte, ja, da fallen uns manchmal so Anekdoten und Storys von früher ein, als er noch ein kleines Kind war. Und da lachen wir uns dann immer tot. Wir sagen immer die Griesheim-Geschichten, weil wir ja vorher in Frankfurt-Griesheim gewohnt haben. Und das ist halt manchmal, ja, das sind so manchmal so witzige Sachen, die da passiert sind und was uns da auch passiert ist. Und da will ich nur eine Geschichte erzählen. Das ist aber nicht in Griesheim passiert. Da war mein Sohn aber noch sehr klein. Ich hatte ja mal erzählt, dass mein Kind und ich mit meiner Mutter immer nach Sylt gefahren sind und wir sind ja mit dem Auto Reisezug gefahren. Und da hatten wir also den Wagen dabei und da ist mir folgendes Malheur passiert. Auf dem leeren Parkplatz habe ich einen Rückwärtsgang reingemacht, habe Vollgas gegeben und rückwärts gegen eine Laterne geknallt. Das hat einen Schlag getan, der Wagen war ein Totalschaden. Ja, und mein Sohn saß natürlich im Kindersitz hinten im Auto und hat geheult. Und da haben wir alle gedacht, um Gottes Willen, dem Kind ist was passiert. Wir waren alle ganz aufgeregt. Ich habe dann laufend gesagt, ist alles in Ordnung, was ist denn, was ist denn? Da guckt er mich an, weint noch laut und sagt, ich möchte sofort zum Strand. Weil ihm klar war, mit dem Strand wird es jetzt schwierig. Und da haben wir uns gerade letztens drüber unterhalten. Das war so, so, so witzig. Also im Nachhinein betrachtet, damals war es nicht witzig. So. Bist du öfters in der Vergangenheit oder der Zukunft unterwegs? Ich glaube, ab einem gewissen Alter wendet sich das Blatt. Und man ist, glaube ich, und ich glaube, das fängt so in meinem Alter an, dass man sich oft viel mehr über die Vergangenheit unterhält als über die Zukunft. Weil ich glaube, das liegt auch daran, weil das, was man erlebt hat in meinem Alter, ist ja eine viel größere Zeitspanne als das, was noch vor einem liegt. Das ist traurig, aber wahr. Und ich glaube, also ich rede mehr über die Vergangenheit. Kann man mit die Luftschlösser bauen? Ja, wir machen das ganz oft, mein Mann und ich, und überlegen uns in gewisse Dinge und dann lassen wir, naja, gut, wir machen es wahrscheinlich eh nie, aber wir haben mal drüber nachgedacht. Mensch, ich sehe mit der Brille echt nicht gut aus, ich sehe irgendwie, aber es ist jetzt egal, ich möchte es nochmal betont haben. Wann findest du jemanden am attraktivsten und ist das von dir oder demjenigen abhängig? Also,
Meine Oma hat immer gesagt, was nützt dir eine schöne Schüssel, wenn sie leer ist? Lieber hat man eine hässlichere Schüssel, die voll ist. Ich glaube, das nicht so ganz. Es gibt immer inzwischen, außerdem ist ja Aussehen sowieso eine sehr, 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 sehr individuelle Geschichte. Was für mich jemand attraktiv macht, ist auf jeden Fall, wenn jemand lustig ist, wenn jemand humorvoll ist, wenn man über jemanden und mit jemandem lachen kann. Ich finde, das macht Menschen schon sehr attraktiv. Also für mich macht es Menschen sehr attraktiv. Wovon hast du als Kind geträumt? Als Kind habe ich von ganz banalen Dingen geträumt. Es war wirklich so, ich wollte immer ein Bonanza-Rad. Ich hatte kein Bonanza-Rad. Ich wollte ein Rennrad oder ein BMX-Rad. Hatte ich auch nicht. Ich hatte ein grünes Klapprad. Ich muss aber sagen, wir hatten fast alle Klappräder zu der Zeit. Also ich war nicht die Einzige, die sowas hatte. Und ich wollte immer vom Playmobil das Piratenschiff. Hatte ich auch nicht. Davon habe ich geträumt, das ist ein bescheidener Wunsch. Aber wie ihr seht, ich habe nicht alles bekommen als Kind. Wann und worüber hast du das letzte Mal so richtig gelacht? Das weiß ich eigentlich gar nicht, weil ich eigentlich so viel lache, sodass sich das bei mir gar nicht einprägt. Weil ich lache auch über mich selbst. Manchmal, wenn ich ein Video mache und gucke mir das danach an, denke, da muss ich manchmal echt lachen oder schon während ich das mache. Wen oder was vermisst du? Ja, da muss ich sagen, das ist natürlich meine Mutter. Die vermisse ich jeden einzelnen Tag in meinem Leben. Und wen ich auch vermisse, das ist meine Oma. Aber meine Oma ist halt wirklich schon sehr lange tot. Meine Oma ist im Januar 88 gestorben. Und meine Mutter, Mensch, und das ist es. Es ist unglaublich. Meine Mutter ist dieses Jahr schon 11 Jahre tot und es kommt mir vor, als wäre das gestern gewesen. Ich kann gar nicht begreifen, dass das schon 11 Jahre sind. Also am meisten vermisse ich meine Mutter wirklich jeden Tag. Welche Situation verleiht dir das Gefühl des höchsten Wohlbefindens, der Behaglichkeit? Das ist wirklich so gerade, das kann man so im Frühjahr, kann man das so merken, wenn man so das erste Mal sich draußen in die Sonne setzen kann, sich einen Stuhl zurechtschiebt und einfach nur zurücklehnt und die Sonne auf anscheinend, das finde ich immer so gerade nach dem Winter, ist also eins mit der schönsten Gefühle. Wohin willst du noch mit YouTube? Beziehungsweise bist du zufrieden, so wie es ist? Also, ich möchte natürlich mehr Follower haben. Ich weiß aber auch, dass das echt ein langer Weg ist und dass man dranbleiben muss. Und wenn ich manchmal nur ein oder zwei Videos die Woche hochlade, ist es natürlich auch nicht viel. Was ich halt oft sehr schade finde, dass ja, viele Leute sich die Videos angucken und eigentlich nur die Hälfte davon dann folgt. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Natürlich, es macht da keinen Unterschied, aber ich würde es für mich persönlich schöner finden, wenn es mehr Follower wären, obwohl ich mittlerweile mit den 4000 schon mehr als glücklich bin. Ich weiß, wie ich angefangen habe und dass das ein harter Weg für mich war. Ja. Würdest du für 5.000 € ins Kino gehen, um all deine lustigsten und schönsten Momente im Leben zu sehen? Ja, das würde ich machen. Ich glaube, da würde ich sogar noch mehr davon ausgeben. Weil ich glaube, man vergisst im Laufe der Jahre viele Dinge. Das ist leider so. Ich glaube, das wäre schon sehr interessant. Hast du schon immer so viel und gerne gelesen? Wenn ja, was war dein Lieblingsbuch als Kind? Ich muss sagen, ich habe als Kind überhaupt nicht gelesen. Ich fand Lesen ganz, 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 ganz schlimm. Ich kann die Brille, glaube ich, wieder aussetzen. Absetzen. Ich fand als Kind Lesen ganz, 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 ganz fürchterlich. Das Einzige, mit dem man mich so ein bisschen bekommen hat, waren so Donald Duck und Mickey Mouse Heftchen oder die lustigen Taschenbücher. Aber ansonsten schwierig. Meine Mutter hat damals
damals, weil in den 70er Jahren, da kam das ja so auf mit, oder war das Anfang von der 80er mit den drei Fragezeichen. Und da ich die gerne gehört hat, hat meine Mutter die geniale Idee. Sie holt mir ein Buch von den drei Fragezeichen. Und zwar war das die Schwarze Katze. Ich habe das nie gelesen. Ich habe es nicht gelesen. Und einmal, ich hatte auch mal ein Buch geschenkt bekommen, Hani und Nani. Das war so ein ganz dickes. Das habe ich erst recht nett gelesen. Bis zu einem Tag. Meine Mutter und ich, wir hatten damals, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 12, also so Anfangspubertät, hatte ich mit meiner Mutter richtig Streit. Und da bin ich den ganzen Tag in meinem Zimmer geblieben und habe rumgezickt und rumgemotzt. Da habe ich das Buch gelesen. Das war das einzige Buch, was ich jemals als Kind und als Teenie gelesen habe. Und angefangen mit der Leserei habe ich eigentlich damals, also so richtig bewusst, wo ich mir auch wirklich ganz viele Bücher gekauft habe. Das waren damals so die Frauenromane, da habe ich ja auch ganz viele. Die könnte ich euch eigentlich gerade mal zeigen. Aber ich erzähle erst mal eine Geschichte fertig. Und da hatte eine Kollegin von mir das Buch Ein Mann für jede Tonart von der Hera Lind. Und die hat gesagt, boah, das Buch ist voll toll, das musst du auch mal lesen. Und tatsächlich habe ich mir das dann von ihr geliehen. Und es fand ich richtig klasse. Und da hat es eigentlich so mit dem Lesen angefangen. Und dann gab es von dem Buch noch einen zweiten Teil, der hieß Frau zu sein, bedarf es wenig. Und das habe ich mir sogar dann gekauft. Und so fing es dann an. Ich habe mir dann nach und nach immer so Frauenromane. Das ist auch ein komisches Wort. Ich zeig euch mal drei, vier Stück. So, da die Bücher hier oben stehen, war das jetzt, war das jetzt keine große Geschichte mehr, ist mit dem Ding passiert. Also, Bücher sind so alt, ich weiß bei den meisten gar nicht, ob ich es gelesen habe. Jetzt wieder von der Hera Lind, das Super Vibe. Und die Hera Lind Bücher, die fand ich früher. Film. Genau, das waren so die Bücher, die ich früher gelesen habe, also so in der Art. Und jetzt muss ich euch echt was erzählen, was eben ganz lustig war. Und ich bin eben zu dem Bücherregal und es ist auch unten mit Büchern voll. Und da musste ich eben auf alle Viere krabbeln und wir haben dort noch einen nicht angeschlossenen Fernseher stehen. Der war hier in dem einen Raum drin, aber da ist die Heizungsanlage und da haben wir den raus. Und ich bin da eben auf dem Boden gekrabbelt, auf allen Vieren und gucke nach vorne. Und da sehe ich auf einmal, also mein Spiegelbild im Fernsehen und habe das aber in dem Moment falschen Kopfhörer ab, gar nicht so kapiert und habe gedacht, da krabbelt was auf mich zu und bin total erschrocken und habe ganz laut geschrien. Oh. Also unglaublich, was mir immer passiert. So, ich mache mal weiter. Ich habe euch jetzt erstmal kurz mit den Büchern gelangweilt. Und eine Frage mit ein bisschen Eigennutz. Ich liebe deine Inaudible Whispering Videos. Ich gucke die immer und immer wieder. Könntest du dir vorstellen, da nochmal eins in der Art zu machen? Ja, das kann ich in der Tat machen. Das Problem ist, das ist mein Problem. Am Anfang ist es auch noch in Audible, aber irgendwann rede ich dann fast normal. Und das ist bei mir das Problem bei den Videos. Ich gucke mal, ob ich es hinkriege. Was ist deine Lieblingsbücherei? Ich hatte ja ganz oft die Bücher, also die Sieben Schwestern, die Reihe von der Lucinda Riley, so in den Himmel gelobt. Und ich muss es wieder tun. Beste, was ich seit langem gelesen habe. Was ich aber auch ganz toll fand, war die Reihe von Paper Princess, Paper Prince. Und diese Bücher, die haben mir auch damals sehr, sehr gut gefallen. Die sind so, ich glaube, 6, 7 Jahre alt oder 5 Jahre. Habe ich auch geliebt. Und was ich natürlich
ich auch ganz toll fand, das waren die Harry Potter Bücher. Ich habe aber irgendwann, als mir die ganze Geschichte zu kommerziell wurde, tatsächlich aufgehört zu lesen. Denn ich habe zu denen gehört, die die Harry Potter Bücher so früh gelesen haben, da waren die noch gar nicht modern. Also da war noch kein Hype. Und als der Hype dann losgeht, fand ich das schon gar nicht mehr so toll. Also ich habe viele davon gelesen, aber die letzten nicht mehr. Gibt es etwas, das du dir wünschst, was aber nichts Materielles ist? Also, was ich mir wünsche, was nichts Materielles ist, ist natürlich immer, und es war vor meiner Erkrankung immer eins der wichtigsten Themen für mich. Ich wünsche mir immer von ganzem Herzen, dass ein Allheilmittel natürlich gegen viele Krankheiten gefunden wird, das ist klar, aber im Speziellen immer gegen Krebs, weil ich finde Krebs so erbärmlich und so eine fürchterlich schlimme Krankheit. Und ja, ich finde, also für mich ist das die schlimmste Krankheit, die es gibt, obwohl ich auch, also ich habe auch gesehen, ALS. Auch ganz fürchterlich. Also es gibt viele fürchterliche Krankheiten, aber da Krebs mich ja auch jetzt persönlich betrifft, dann wünsche ich mir natürlich in erster Linie, dass ich gesund bleibe. Klar, darf schon ein bisschen Eigennutz und natürlich, dass ein Mittelmark gegen Krebs gefunden wird. Was ist dein Lieblingsreiseziel? Also, von den Ländern, also was ich natürlich, wir sind immer gerne nach Holland gefahren, aber ich glaube, Holland ist jetzt, ich glaube, unsere Hollandzeit ist jetzt, glaube ich, mal vorbei. Wir müssen jetzt mal was anderes sehen. Und Lieblingsreiseziele sind natürlich alles Sachen, die ich nicht gesehen habe. Und da ich ja nicht gern fliege oder gar nicht fliege, ist das natürlich bei mir sehr viel. Ich würde natürlich auch mal gerne nach Amerika, aber das habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt. Mich würde mal interessieren, was du genau bei der Deutschen Bahn gelernt hast. Das nannte sich Bundesbahn. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Bundesbahnassistentenanwärterin, nein, Bundesbahnbeamtenanwärterin im mittleren, nicht technischen Dienst. So. Und das war eine Beamtenausbildung, weil damals war, hieß es ja auch noch, die Deutsche Bundesbahn. Bundesbahn war also öffentlicher Dienst. Und da hatte ich eine Beamtenausbildung gemacht. Und ich dachte eigentlich naiv, kein Internet, wie es heute war. Heute hätte man alles besser auskundschaften können. Damals war das schwierig. Ich dachte eigentlich, nach der Ausbildung würde ich irgendwo im Büro landen und würde dort sitzen, am besten bei der Bundesbahndirektion in Frankfurt. So war meine Vorstellung. Natürlich war es nicht so. Nach der Ausbildung hätte ich als Zugbegleiterin mitfahren müssen oder so eine S-Bahn-Aufsicht in Frankfurt Süd oder am Fahrkartenschalter. Und das sind alles Dinge. Oder das Schlimmste, auf dem Stellwerk als Fahrdienstleiterin. Fürchterlich, ganz, ganz, ganz fürchterlich. Es war überhaupt nicht meine Welt. Die ganze Bahn war nicht meine Welt. Obwohl die Ausbildung cool war, also die Leute waren cool. Was sind deine nächsten Reiseziele? Also, wir haben eigentlich noch gar nichts Festes. Wir überlegen natürlich jetzt wieder, weil es wieder zum Jahresende zugeht. Wir überlegen, dass wir nächstes Jahr vielleicht mal nach Dänemark fahren. Das Problem ist, ich bin ja so eine Prinzessin, was so Ferienhäuser angeht. Und die gefallen mir eigentlich zu 90% von der Einrichtungsart nicht. Ich sage immer, die sind so eingerichtet wie das, was wir hier in Deutschland auf dem Sperrmüll stellen. Die sind nicht schön eingerichtet, die Ferienhäuser. Und deswegen wird es eine schwierige Geschichte. Auf jeden Fall werden wir unseren Sommerurlaub nächstes Jahr nicht in Holland machen. Auch mal was Neues. Wie viele Schmuckstücke besitzt du ungefähr? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich besitze nicht viel Schmuck. Ich besitze so ein paar, hier so Thomas Sabo-Ketten. Und ich habe noch ein paar Ketten von früher, aber ich bin jetzt nicht so die Mega-Schmuckmaus. Ich habe hier die Ohrringe, die waren noch von meiner Mutter. Ich habe, glaube, von den Kreolen, ich glaube, zwei der drei Paar. Also, ich bin dann.
nicht so die große Schmucktante. Ich hatte früher viele Uhren, aber seitdem ich hier die Apple Watch habe, trage ich auch keine anderen Uhren mehr. Also das hält sich bei mir sehr in Grenzen. Ich habe viele Ringe, aber die trage ich schon nicht mehr. Wie alt sind die meisten deiner Zuschauer und was meinst du, warum das so ist? Also ich kann ja immer in den Analysen danach schauen und das habe ich auch gemacht. Die meisten meiner Zuschauer, wenn ich das richtig erinnere, die sind so zwischen, ich glaube, zwischen 25 und 35 und ich glaube, das hängt damit zusammen, weil das, oder bis 40, ich glaube, das liegt da drin, weil einfach das Publikum ist, was noch auf YouTube unterwegs ist. Und ich glaube, dass Leute in meinem Alter und älter das weniger nutzen. Und ich glaube, dass deswegen so der größte Anteil der Zuschauer ist, also vom Alter her. Ja, also glaube ich, ich kann noch mal die Analysen gucken und ich kann es euch mal hier einblenden, damit ihr das mal seht. Hätte dein Sohn geheißen, wenn er ein Mädchen geworden wäre? Also ich hatte da echt lang jetzt drüber nachgedacht. Ich hatte die Frage schon im Vorfeld gesehen und mir ist es tatsächlich nicht mehr eingefallen. Mein Sohn ist relativ, es war bei meinem Sohn relativ früh klar. Also ich glaube, ab der 16. Woche kann man Ultraschall machen, wo man das Geschlecht vom Kind sieht und da habe ich sofort gesagt bekommen, es wird ein Junge. Also war klar, es wird ein Junge und ich hatte das auch im Gefühl. Und ich weiß nicht mehr, was ich ihm für einen Namen gegeben hätte, wenn er ein Mädchen geworden wäre. Ich fand immer den Namen, ich würde ihn heute auch nicht mehr gut finden. Sharon fand ich gut, also nicht Sharon. Das finde ich ganz fürchterlich, aber Sharon hat mir gut gefallen. Aber ich glaube, das käme heute überhaupt nicht mehr in Frage, um Gottes Willen, was für ein Name mir heute für ein Mädchen gut gefällt, ist Olivia. Das gefällt mir gut. Olivia, kannst du mir Olli nennen? Also das. Ja. Welche Stadt ist deine Lieblingsstadt in Deutschland und warum? Also ich liebe, 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 liebe. Natürlich Frankfurt. Ist ja klar. Was ich aber auch ganz toll finde, ist München. Ich liebe München. Ich finde München so toll. Und was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist Hamburg. Also das sind so, mit Frankfurt natürlich, das sind meine drei liebsten Städte. Und ich gehe jetzt mal einfach in Großstädte. Und ja, das sind so für mich meine Favorites, obwohl es bestimmt auch andere tolle gibt. Ich überlege aber gerade, das waren so, die mir persönlich am besten gefallen haben. Wann kommt das erste Video mit deinem Mann und mit deinem Sohn? Nee, weil beide das nicht möchten. Und das muss man respektieren. Mein Mann sowieso nicht. Und mein Sohn ist auch nicht zu überzeugen. Das muss ich nochmal eine Brille aufsetzen. Hat dich in deinem Leben mal ein Computerspiel oder Musik etc. so sehr beeinflusst, dass du andere Sachen dafür vernachlässigt hast? Als Beispiel bei mir und meinem Freund Max war es Fortnite, aber ich glaube, da bist du nicht wirklich die richtige Zielgruppe. Natürlich bin ich für Fortnite nicht die richtige Zielgruppe, aber für Computerspiele an sich, weil meine Generation ist die Generation, wo es mit den Computerspielen aufkam. Man hat damals auf dem C64 noch gespielt mit Disketten, solchen Disketten. Und dann fing es an, auch irgendwann mit Gameboy Tetris. Da hat man alles vernachlässigt und wenn man abends im Bett lag, hat man die Augen zugemacht, da hat man noch die Steine vor seinem Gesicht fallen sehen. Und dann kam ja auch die PlayStation und das Nintendo 64 und die ganzen Sachen. Und ich muss sagen, was mich so ein bisschen angefixt hat damals, das waren die Donkey Kong-Spiele von Nintendo. Die fand ich so gut. Und da konnte man dann auch teils überhaupt nicht aufhören. Da habe ich auch meine Mutter immer genötigt, mit mir zu spielen, weil ich das so geil fand. Genau. Und dann gab es für die PlayStation das Spiel hieß Dexter. Das fand ich auch ziemlich gut. Also da bin ich auch echt manchmal fast wahnsinnig geworden. Und das waren so Spiele. Aber gerade Donkey Kong,
vergessen habe. Genau, da war ja noch die Frage, welcher Film hat dich zum Weinen gebracht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da echt lange drüber nachgedacht. Ich glaube, ich kann mich nicht an einen Film erinnern, der mich zum Weinen gebracht hat. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es bestimmt einen Film gab. Ich bin aber bei Filmen jetzt nicht so die Mega-Heulsuse. Also das ist nicht so. Und ich hatte irgendwo die Frage gelesen. Ich finde die jetzt aber nicht mehr. Was mein Lieblingstracker und mein Hasstracker ist, also mein Lieblingstracker, kann ich so eigentlich gar nicht benennen. Ich kann nur sagen, was ich ganz schlimm, ganz, ganz schlimm finde. Das ist einmal so Essgeräusche. Ich kann das überhaupt nicht hören. Da dreht sich mir fast der Magen um. Und was ich auch ganz schlimm finde, ist so Wassergeräusche. Also wenn jemand so eine Flasche füllt und schüttelt die dann. Und dann sprüht er. Das kann ich überhaupt nicht haben. Das macht mich schon, ich muss es sagen, das macht mich schon fast ein bisschen aggressiv. Das ist gerade das Wasser gewackelt in so einer Plastikflasche. In so einer Plastiksprühflasche, ganz fürchterlich. Habe ich nämlich gerade gestern wieder gehört. Und das finde ich ganz, ganz nervig für mich. Und dann hatte ich noch eine Frage gelesen, die finde ich tatsächlich auch nicht mehr. Was ein Kleidungsstück wäre, was ich nicht tragen würde, auch wenn es modern wäre. Und da habe ich auch länger drüber nachgedacht. Und das sind Baggy Jeans. Viele meinen ja von den Jugendlichen, die kommen heute zum ersten Mal raus, die kannte man vorher nicht. Natürlich kannte man die schon lange vorher. Und ja, die gab es auch zu meiner Zeit. Und das war eine Hose. Die habe ich nie getragen, weil ich diese Art Hosen an Frauen und an Mädchen einfach unmöglich finde, also richtig hässlich finde. Da hat man gar keine Figur drin, da sieht man aus wie so ein Kartoffelsack. Am Ende ist nur so ein dicker Ballon und am besten ist die Hose noch so lang, dass sie den ganzen Boden aufwischen, hinten runtergetreten ist. So eine Hose habe ich nie getragen, zu keiner Zeit. Und das würde ich in meinem Alter sowieso nicht mehr auch nie tun, weil ich das ganz fürchterlich fand. Also ganz hässliche Hosen sind es. Beim jungen Mann ist mir zur Not noch gefallen, obwohl ich es da auch schon verboten finde. Und ich bin so dankbar, dass mein Sohn solche Hosen nicht trägt. Gott sei Dank. So, ich gucke jetzt noch mal, was ich vergessen habe. Und ich würde sagen, das war's. So, ihr Lieben, das war der zweite Teil meines 4K Special Q&A. Ich werde, weil es ja auch gewünscht ist, als nächstes auch mal wieder ein Namensvideo machen und ich werde es mit dem Inaudible Whispering in naher Zukunft auch machen. Habe aber, wie gesagt, noch mal einen Podcast im Petto, den ich das schon aufgenommen hatte. Mal gucken. Das war, ja gesagt, es war der dritte Versuch zu einem Thema, weil ich höre mir es dann an und denke, und dann habe ich ja immer noch mein Parfum Roleplay, was auch irgendwann noch online kommt. So. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schlaft gut und das war's von meiner Seite.